schaut in diese glücklichen Gesichter und wird draußen schon geknuddelt und umarmt und kann die Lahmen wieder zum Gehen bringen und solche Geschichten. Da denkt man sich, der kleine Umweg von Berlin über Lemgo und morgen noch ein bisschen Nordrhein-Westfalen, übermorgen auch nach Gera. Wenn die sozusagen einen Abschiebetitel haben und dann sagen, aber ich bin jetzt nicht mehr der Mohammed, sondern die Eiche. Eiche, ja. Da ist eine zweimonatige Frist davor, also innerhalb von 2 Monaten darf ich dann meinen Namen auch nicht ändern. Kriegen dann Handgeld. Die kriegen also auch Cash in die Tasche, 2, 3, 4, 5.000 Euro. Kommt dann also eine ausländische Frau mit einem Kind und sagt, adoptiere mal oder anerkenne mal die Vaterschaft. Dann kriegt der 3, 4, 5.000 Euro auf die Kralle, ist meistens mittellos, kriegt also die 4, 5.000 Euro sozusagen in die Hand, bar und freut sich. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus. Ja, Stefan Brandner, mehr muss ich glaube ich nie sagen, ne? Stefan. Ja, dann sag ich auch nicht mehr, oder? Und hol so ein bisschen die Zeit wieder rein, die durch die kurze Stellungnahme, insbesondere des ersten Redners, da glaubt man ja gar nicht, dass noch ein Thema überbleibt, wenn man so als Dritter zum Mikrofon greift. Aber ein paar Lücken habe ich herausgearbeitet und kann dazu was sagen. Erstmal schön, danke für die Einladung. Ist auch immer interessant, andere Gesichtspunkte mal zu hören und nicht nur immer sich selber. Deshalb ist das mit so einem leichten Augenzwinkern gewesen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass nachdem die Berliner Woche rum war heute, ich bin ein bisschen eher abgereist, der Martin ist dafür ein bisschen schneller gefahren, wir kamen dann fast gleichzeitig hier an. Als ich im Auto saß, dachte ich, das ist eine gute Entscheidung, war lieber nach Hause auf die Couch und das ist ja auch nicht so einfach so eine Woche in Berlin. Aber wenn man dann hier ankommt im Lipperland und schaut in diese glücklichen Gesichter und wird draußen schon geknuddelt und umarmt und kann die Lahmen wieder zum Gehen bringen und solche Geschichten, dann denkt man sich, der kleine Umweg von Berlin über Lemgo und morgen noch ein bisschen Nordrhein-Westfalen, übermorgen auch nach Gera, hat sich gelohnt, hat sich wirklich gelohnt und ist ja nicht toll. Ich stand diesmal zweimal am Rednerpult am Mittwoch und habe Reden gehalten. Das ist ja nun wirklich, ich will nicht sagen, schmerzensgeldpflichtig, aber das ist schon nicht schön, wenn man dann so in die Reihen reinschaut. Insbesondere weiß man ja, wer vor dem Rednerpult sitzt, da sitzen ja ausgerechnet die Grünen. Die haben sich ja irgendwie vor Jahrzehnten mal so in die Mitte, die haben gesagt, keiner, die will neben euch sitzen im Stadtrat. Zu Beginn dieser Wahlperiode war das ja auch so, dass ein Riesenbohai gemacht wurde, weil die FDP nicht mehr neben uns sitzen wollte. Die haben dann die CDU sozusagen da weggestimmt und jetzt sitzt die CDU neben uns und die Grünen haben sich irgendwann mal vor Jahrzehnten dazu, die sitzen in der Mitte. Ich weiß auch nicht, warum die in der Mitte sitzen. Das hat den Nachteil, man steht am Rednerpult, guckt diese verknöcherten Gesichter da, jetzt diese Polit-Zombies, die da vor einem sitzen, das ist wirklich kein Vergnügen, das wird ja immer verrückter. Selbstbestimmungsgesetz, der Martin hat es gerade angesprochen, wir haben ja alle den Markus Gansra vor Augen mit seiner blonden Mähne, inzwischen hat er eine tätowierte Glatze, ich weiß nicht, wer das gesehen hat. Ja, ich dachte, was ist das denn? Haben wir Besuch von Außerirdischen jetzt tatsächlich schon hier im Bundestag? Wir waren das ja gewohnt. Mit blonder Perücke und so und Strapse, also ein bisschen wie am Straßenstrich, dass er sich da in den Bundestag reingesetzt hat. Jetzt hat er sich aber die blonde Perücke abgenommen und die Glatze tätowieren lassen. Also ist eher glücklich heute. Wir haben das, also wir jetzt nicht, deshalb habe ich die Abstimmung noch mitgemacht, weil ich da ganz klar Nein sagen wollte zu diesem sogenannten Selbstbestimmungsgesetz. Aber das ist das Ergebnis eines perversen oder eines magisches von Perversen durch die Institutionen. Ja, wir kennen alle den Marsch durch die Institutionen, Rudi Dutschke propagiert, insbesondere die Linken, die gesagt haben, also wir werden wahrscheinlich bei Wahlen nie Mehrheiten erringen, deshalb versuchen wir durch die Institutionen zu marschieren und uns Kirchen, Gewerkschaften, Medien, Gerichte und sowas alles untertan zu machen. Das hat funktioniert in Deutschland. Wir haben ja nirgendwo eine strukturelle linke Mehrheit bei irgendwelchen Wahlen, also ab und zu mal, aber im Wesentlichen, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, ist eine Bürger,
nicht konservative rechte Mehrheit eigentlich fast überall da, wenn man CDU, CSU und FDP eingeschränkt noch in diesen Bereich reinnehmen will? Also der Marsch durch die Institutionen, und bei den Grünen war es also der Marsch der Perversen durch die Institutionen, die auch immer schon mit Kinderständern zu tun hatten. Wir kennen alle Daniel Cohn-Bendit bei der SPD, Taus und Edati und wie sie nicht alle heißen, diese schmuddeligen Gestalten. Und jetzt sitzt sie halt in der Regierung angekommen und sollten sich eigentlich darum kümmern, dass unser Land wieder vom Kopf auf die Füße gestellt wird, und machen einen ideologischen Murks nach dem anderen. Der letzte ideologische Murks war jetzt heute das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, was einen ernsten Hintergrund hat. Es gab mal ein transsexuellen Gesetz, also es gibt tatsächlich einige, relativ wenige Menschen in Deutschland, die wirklich in dem Bereich, das muss geregelt werden. Ja, die jetzt also, das hat mit Ideologie nichts zu tun, das hat also damit zu tun, wie die Menschen auf die Welt gekommen sind und die sich dann halt wirklich nicht, das gibt es auch biologisch nachweisbar, für zum einen oder anderen Geschlecht zuordnen können. Wir haben auch Anrufe, ich, der ich ja der Scharfmacher der AfD bin und angeblich hier, weiß nicht, Frauen quer und irgendwas Hasser, die rufen uns an, die haben mich angerufen und sagen, ja Mann, das ist wirklich ein wichtiges Thema, machen Sie sich nur nicht nur lustig darüber, das betrifft mich jetzt persönlich, der Anrufer, aber das, was da abgeht, das versteht kein Mensch, auch die Betroffenen verstehen das nicht. Ne? Denen ist das, die möchten das in aller Ruhe geregelt haben, möchten ihr Leben leben und möchten nicht permanent am Nasenring durch die Manege gezogen werden und dazu dienen, perverse ideologische Umtriebe zu unterstützen. Und genau das machen aber diejenigen, die jetzt da mit Hilfe der FDP regieren. Also das kann man, jedes Jahr kann man jetzt einmal sein Geschlecht wechseln. Ihr habt das alle mitbekommen. Also Telefonverträge laufen viel länger. Sie dürfen auch nicht mehr entscheiden, welche Heizung sie zu Hause einbauen und mit welchem Auto sie fahren. Dürfen sie bald auch nicht mehr entscheiden. Aber sie können sich entscheiden, welches Geschlecht sie heute und dann Mitte April nächsten Jahres wieder mal haben wollen. Können also hin und her wechseln. Mit der Konsequenz auch den Namen natürlich, den Vornamen ändern zu dürfen. Und mit dem Schutz dieses Gesetzes, dass keiner mehr erwähnen darf. Also wir sind inzwischen an der Stelle angelangt, wo es ja schon hochgradig gefährlich ist, seine Meinung zu sagen. Aber jetzt nach diesem Selbstbestimmungsgesetz ist es verboten, die Wahrheit zu sagen. Also wenn ein Markus Ganserer, und nach meiner Kenntnis ist es noch Markus Ganserer, auch standesamtlich oder personenstandsrechtlich ist das noch Markus Ganserer, ist meine Kenntnis, der sich einfach nur in der Öffentlichkeit Tessa Ganserer nennt. Wenn der jetzt tatsächlich mal den Schritt vollzieht und nach dem Selbstbestimmungsgesetz sich Tessa eintragen lässt in seinen Personalausweis, dann darf man nicht mehr sagen, es war vorher mal der Markus. Also man darf die Wahrheit nicht mehr aussprechen. Das ist also schlimmer als das, was George Orwell in 1984 eigentlich prognostiziert oder entworfen hat. Die Wahrheit darf man nicht mehr sagen. Das nennt man dann Dead Naming, also der tote Name, in diesem Falle Markus, der ist dann sozusagen, den darf man nicht mehr zum Leben erwecken und das Ganze erwähnen, sonst drohen Bußgelder bis zu 10.000 Euro. Das muss man sich mal vorstellen, wenn man die Wahrheit ausspricht. Ja. Perverse Sache Nummer 2, Kinder im Bereich des Selbstbestimmungsrechts auch ab 14 Jahre können Kinder verlangen, also mitten in der Pubertät, wo man ja sowieso ein bisschen, also der eine oder andere erinnert sich noch dunkel, oder? Wo man ja auch nicht mal so ganz geradeaus, sag ich mal, da ist man auch so ein bisschen, die Hormone spielen ab, ist immer so ein bisschen verrückt und so. Und jetzt kann ich aber, wenn meine Hormone mal ein bisschen, also so weit war ich persönlich nie, ich weiß nicht, wem das so ging, aber wenn meine Hormone mal so ein bisschen verrückt spielen, dann sage ich meinen Eltern mit 14, jo, jetzt möchte ich aber gerne, ich möchte Mädchen werden. Und dann sagen die, nee, also warum? Also warte mal ab bis übermorgen, dann bist du wieder anderer Meinung. Und dann kann man mit 14 Jahren zum Gericht laufen und das Ganze ersetzen lassen, die elterliche Zustimmung durch eine gerichtliche Entscheidung, die dem Kindeswohl nicht widersprechen darf. Auch völlig neu bisher war also im Familienrecht immer, musste im Kindeswohl gehandelt werden. Also es musste sozusagen positiv sein, hier ist es anders. Hier darf es dem Kindeswohl nur nicht widersprechen. Und was die anderen, dass in der Pubertät das ein oder andere manchmal drüber und drunter geht und haben diese Jahresfrist, die gilt für Erwachsene, für Kinder gilt sie nicht. Also das Kind kann dann 3 Wochen später wieder sagen, gehe ich wieder zum Familiengericht, sage, jetzt bin ich ja doch eigentlich wieder ein Junge. Hoffentlich habe ich mir bis dahin jetzt nicht die Brüste abschneiden lassen oder irgendwas anderes, denn diese perversen Operationen stehen ja auch an oder die pharmakologisch unterstützten Geschlechtsumwandlung. Also eine völlig perverse Sache, die da passiert ist und jetzt auf die Spitze getrieben wurde. Ekelhaft. Also man kriegt damit erst Würgen, wenn man drüber nachdenkt.
Hat allerdings so ein bisschen die Hoffnung, wenn mal der Kriegsfall eintritt, dann ist eine Sperre drin und da darf man dann nicht sagen, ich bin jetzt eine Frau als Mann, sondern solange Krieg ist, muss der Mann ein Mann bleiben. Also diese Hintertür ist verschlossen, wenn man sich denkt, da kann ich mich drücken. Und wie ich gelesen habe, auch bei Ausländern geht man ganz, ganz hart ran. Also bei Ausländern ist es so, wenn die sozusagen einen Abschiebetitel haben und dann sagen, aber ich bin jetzt nicht mehr der Mohammed, sondern die Eiche. Eiche, ja. Da ist eine zweimonatige Frist davor, also innerhalb von 2 Monaten darf ich da meinen Namen auch nicht ändern. Also habe ich das Argument zumindest 2 Monate lang nicht, dass ich sage, ich bin gar nicht der da drin steht, sondern bin jemand ganz anders. Also völlig bekloppt, was da los ist. Und zwar so bekloppt, dass auch die richtigen Feministinnen, Alice Schwarzer beispielsweise, kennt ja der ein oder andere von uns auch noch, was war das, eine Nervensäge, aber inzwischen ist die zumindest in dem Punkt auf AfD-Kurs und sagt, sowas geht doch gar nicht. Wofür wir als Frauen, wir wollen doch als Frauen unsere Rechte haben und wollen nicht irgendwelche perversen Männer, die da mal gucken, wo sie noch landen können und wollen die doch nicht in unseren Schutzräumen haben. Der Martin hat das angedroht und so, also ganz schlimm. So, das war, Deutschland ist ein Irrenhaus und die geschlossene Abteilung sitzt auf der Regierungsbank, letzter Teil heute. Wir haben dann noch ein Gesetz verabschiedet heute, da geht es um die Änderung von Ehenamen und Geburtsnamen, auch das wird jetzt alles total liberalisiert in Deutschland, Doppelnamen mit und ohne Bindestrich kennt man ja, man kann aber auch völlig neue Namen nehmen, man kann jetzt sozusagen bei seinen Vorfahren kramen und sagen, ich bin mein Opa, so möchte ich auch heißen, das wird dann eingetragen, abgesehen davon, dass man natürlich über dieses Selbstbestimmungsgesetz auch noch seinen Vornamen ändern kann und dann sage ich mal auch als Jurist, Thomas ist nicht mehr da. Dann sage ich mal als Jurist viel Spaß dabei, beispielsweise, wenn ich nach vielen Mühen und vielen Jahren einen Titel irgendwo habe. Du sagst, so, jetzt habe ich gewonnen und kriege 15.000 Euro vom Thomas Müller. Und der ist dann hinter die Claudia Meyer, Schulze, weiß ich nicht, irgendwas, dann fange ich an, die Titel umzuschreiben. Und das, wir wissen ja, das dauert auch ewig in solchen Zeiten. Also da ist auch der Missbrauch Tür und Tor geöffnet mit diesen beiden Dingen. Katastrophal. Was hatten wir noch diese Woche? Wir hatten die polizeiliche Kriminalstatistik, auch nochmal so ein Thema, wo alle gesagt haben, ja, nur die Zahlen ist halt so, ne, also... Ja. Sind halt nun mal knapp 50% der Straftäter in Deutschland, sind nun mal Ausländer. Woran liegt das? Auch viele Touristen zum Beispiel sind ja in Deutschland. Das war so ein Ansatz. Dann hat man gesagt, ja, es gibt ja auch eine Studie, die, ich glaube, im letzten Jahr veröffentlicht wurde, für 6-stelligen Betrag wurde eine Studie gemacht. Da wurde gefragt, wer ist schuld an der Clankriminalität? Und dann kam raus, die Gesellschaft ist schuld an der Clankriminalität, weil wir also nicht alle offene Arme haben und so. Und wen hat man befragt in dieser Studie? Man hat Clankriminelle befragt. Das muss man auch noch mal ein bisschen befragt. Also Clankriminelle, bist du schuld an deiner Kriminalität oder jemand anders? Und oh Wunder, was kam raus? Jemand anders, nämlich wir alle, die Gesellschaft, ist schuld. Also katastrophal, was da los war. Also man kann drüber lachen, wenn das nicht so traurig wäre. Denn es sind Straftaten, Morde, Vergewaltigung, Gruppenvergewaltigung. So Straftaten, also zumindest die letzte Straftat gab es früher nicht. Inzwischen jeden Tag fast eine nachgewiesen durch Ausländer. Und dann haben wir Nancy Faeser, die sich also verzippelt hat, verrannt hat in ihrem mit der Hallenwang geführten Krampf gegen rechts und für nichts anderes mehr empfänglich ist, ne, die dann da sitzt und so ein bisschen rumstammelt und wir haben auch Restle gestern das Ganze interpretieren sehen, das liegt auch daran, ausländisch gelesene Mitbürger. Warum gelesen? Weil man ja jetzt einem nicht, sobald man ja sagt, hör mal, du bist ein Ausländer, ist man schon Rassist. Wie kommst du denn drauf? Dann sagt man ja, du siehst so aus. Nee, also man liest die Menschen jetzt so. Und ausländisch gelesene Tatverdächtige werden eher angezeigt von den inländisch gelesenen Anzeigeerstatter, und dass auch die Statistik maßlos aufbläht, eine Katastrophe. Cannabisgesetz wurde auch schon angesprochen, alle reden von Entbürokratisierung der Justiz. Da hat dann wieder unser Buschi Buschmann so einen Antrag diese Woche vorgelegt, bezogen auf Digitalisierung, soll alles digitalisiert werden. Auf der anderen Seite wird dann sowas gemacht wie Cannabisgesetz, ne? Wobei ich sagen muss, ab wann darf man gebaut werden? Ab 1.7. Also der Wirt scheint seiner Zeit schon voraus zu sein, oder? Der hat, glaube ich, schon so ein bisschen so ein zweites Standbein sich geschaffen und gedacht, da warte ich mal gar nicht bis zum 1.7. sondern lege ich mal gleich los. Selbst ist der Wirt oder selbst ist der Mann.
Dieses Gesetz jedenfalls, abgesehen davon, dass der Schwarzmarkt natürlich sich totlacht, weil der Bedarf explodiert und die Nachfrage gar nicht mithalten kann, hat das zur Folge, dass die Justiz Tausende von Akten, Zehntausende von Akten aus dem Keller holen muss, weil auch eine Amnestie noch daran hängt und nachschauen muss, wer wurde für was verurteilt, war das jetzt nur wegen 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 oder 45 Gramm und so. Es muss also alles händisch aufgearbeitet werden, was da los ist. Also genau das Gegenteil davon passiert, was eigentlich passieren sollte. Ja, Cannabis, da freuen wir uns. Es ist alles so ruhig, deshalb. Das rieselt so. Man fragt sich immer, wie kommen die drauf, aber wenn man sich Lauterbach anschaut, denkt man manchmal so, wir mussten reden von der Besorgnis der Befangenheit. Ja, da ist vielleicht auch der eine oder andere dann da, bei denen, der denkt, so kann ich wieder den Weg in die Legalität zurückfinden. Abgesehen davon ist es auch so ein bisschen wie George Orwell. Ich weiß nicht, wer das 1984 gelesen hat. Da gibt es ja auch für ein Apfel und ein Ei an jeder Ecke diesen Dry Gin, um die Leute da, also Gin, alkoholisches Getränk, um die Leute bei Laune zu halten, einzunebeln, und alle finden das dann nicht mehr ganz so schlimm. Und so ist in Deutschland wahrscheinlich auch der Gedanke, diese katastrophale Ampelpolitik in vielen anderen Bereichen, die wir jetzt heute Abend hier nicht alle ansprechen können, und die Leute so ein bisschen einzudieseln, einzunebeln, machen wir jetzt hier Cannabis und schicken die ganzen und befrieden das Ganze auf dem Weg. Wir waren bei der Ausländerkriminalität, denkt man sich, die müsste doch eigentlich bekämpft werden. Wie wird die Ausländerkriminalität bekämpft in Deutschland? Wir bürgern die ein. Ja, wir vereinfachen also die Einbürgerung. Die Richtung geht ja dahin, 3 Jahre, wenn ich mich besonders gut integriert habe in Deutschland. Nach 3 Jahren habe ich einen Anspruch auf einen deutschen Pass. Das wird ja auch weltweit beworben jetzt. Ich weiß nicht, wer das in den Medien verfolgt hat, auf Arabisch und allen möglichen Sprachen, das gesagt wird. Und wenn du doch ganz besonders pfiffig bist, kriegst du auch dein Bürgergeld, wenn du da ein paar Ideen hattest und so. Also 3 Jahre lang sich gut integriert haben in Deutschland. Das soll so eine Ausnahmevorschrift sein. Eigentlich dauert es, glaube ich, 5. Aber wenn man besonders gut integriert ist, sind es nur 3. Und nach dem, was man so von der Regierung mitbekommt, heißt wahrscheinlich, wenn ich nicht durchgehend 3 Jahre im Knast gesessen habe, dann habe ich nach 3 Jahren nicht so gut integriert, dass ich meine Staatsbürgerschaft da bekomme. Es ist ja, die verrücktesten Sachen werden ja erzählt. Ne? Wir hatten ja diese Krawalle um Silvester herum. Vorhin auch gesagt wurde, ja, hier diese Westasiaten und diese westasiatische Partyszene, da müssen wir doch Verständnis auch für haben, dass die waren auch alle frustriert, weil die im Laufe des Jahres so viele Absagen auf ihre Bewerbungen bekommen hatten, und dann haben sie halt Silvester mal die Sau rausgelassen. Außerdem wurde ja auch gesagt, ja, nun, wann sollen sie denn sonst feiern? Die haben ja auch fast alle am 1. Januar Geburtstag. Und so wird immer versucht, das Ganze dann auf zu verhindern. Also, also, die haben uns die Hucke voll gelogen in jeder Beziehung. Corona hat der Martin gerade angesprochen. Vielleicht noch wenige Zahlen. Ich halte mich mal so ein bisschen zurück mit Zahlen, weil man kann sich hier nicht merken. Wir haben ja in Deutschland jede Menge sogenannte Flüchtlinge. Ne? Und diese Flüchtlinge sind also, wenn man denen Glauben schenkt, vor Krieg und Vertreibung und nahendem Tod, sind die nach Deutschland geflüchtet. Und beantragen aber zu Hunderttausenden Reiseausweise. Da habe ich noch eine kleine Anfrage gemacht. Reiseausweise für Flüchtlinge. Da gibt es inzwischen 780.000. 780.000 Reiseausweise für Flüchtlinge in Deutschland. Wobei noch im Vorwort steht drin, ja, so schlimm wäre das alles gar nicht. Manche hätten auch mehrere. Also es müssten hier nicht unbedingt 780.000 Flüchtlinge sein. Vielleicht sind es auch nur 500.000 Flüchtlinge, aber der eine oder andere hat also mehrere Reiseausweise. Wo reisen die denn hin? Ich sag mal, wenn ich doch hier gerade mein nacktes Leben gerettet habe, bin ich doch froh, wenn ich eben in Deutschland bin, vor allem in Deutschland bin, und reise dann nicht durch die Gegend. So, also in den letzten Jahren kamen immer so ungefähr 200.000 Reiseausweise pro Jahr dazu. 26.000 haben, also man kann es aufschlüsseln lassen nach Ländern, wo die herkommen. Bei 26.000 weiß man gar nicht, wo die herkommen, trotzdem kriegen sie einen deutschen Reiseausweis. 772.000 habe ich erzählt, ne? Also 780.000 gibt es inzwischen. Im Jahr 2010, wir haben gefragt, seit 2010 bis 2023, wie hat sich das entwickelt? Im Jahr 2010, also inzwischen haben wir 780.000, im Jahr 2010, wie viele Reiseausweise gab es da? 0.000. Ein Mensch aus Österreich. Nein, Eritrea.
Eritrea. Wieso Oskar in Österreich? Wieso war ich ja, wir haben auch Österreicher hier unter uns, also lacht nicht zu laut. Also, hat sich also ziemlich ordentlich entwickelt, von 2010 auf insgesamt jetzt 780.000. So, jetzt, wir machen uns immer lustig über die Politik der anderen. Und dann kommt immer, ja, wo sind denn eure Lösungen und so. Und ja, also unsere Lösung wäre jetzt erstmal, viele Probleme, die wir haben, gibt es damit zu überhaupt nicht. Das muss man auch mal sehen. Ne? Also, wo ist die Lösung der Feuerwehr, wenn ein Haus brennt? Die müssen erstmal löschen und ohne Rücksicht auf Verluste erstmal das Feuer wegbekommen. Aber besser ist doch, wenn man die Hütte erst gar nicht anzündet. Und da ist der Weg aber hier in Deutschland ein ganz anderer. Und wenn man sich mal anschaut, die CDU hat ja auch jetzt nicht 180, 360, 540, 720, 900 Grad Wänden hingelegt, sondern die dreht Pirouetten, diese CDU. Ne? Die CDU läuft eigentlich nur durch die Gegend und sagt, ja, nur jetzt schimpft nicht immer auf uns wegen Merkel, wir haben uns da halt vertan. Worüber hat die CDU sich vertan? Kernenergieausstieg. Diese Woche im Deutschen Bundestag Antrag Kernenergie, kein Rückbau von Kernkraftwerken, Antrag von der CDU. Ja, da haben wir uns vertan, da haben wir zwar Deutschland ruiniert, energietechnisch haben wir uns vertan. Wehrpflicht, ja, haben wir uns auch vertan. Also das müssen wir auch rückgängig machen, aber Bundeswehr ruiniert, haben wir uns vertan. Einwanderung, Grenzen auf 2015. Da haben wir uns vertan und jetzt fordern wir Abschiebung und Aberkennung der Staatsbürgerschaft. Jetzt fordert die CDU, wofür uns der Verfassungsschutz auf den Hals gehetzt wird. Bodo Ramelow in Thüringen, Kommunisten einfach mal so 4 Jahre lang stützen an der Landesregierung. Ja gut, da haben wir uns vertan, jetzt machen wir knallharten Wahlkampf und sagen, Bodo Ramelow muss weg. Ja, sage ich in Thüringen immer, der wäre gar nicht da. Ohne die CDU und ohne Merkel und ohne die Unterstützung im Thüringer Land. Also deshalb, unser Ansatz wäre ein völlig anderer. Corona, ne, da haben wir uns vertan, Entschuldigung, muss aufgearbeitet werden. Wir müssen jetzt einander verzeihen, hat ja Jens Spahn schon angekündigt. Wir haben zwar die Menschen millionenfach eingesperrt, Wochen, Monate lang, alle Grundrechte auch in ihrem Kernbereich außer Kraft gesetzt, haben auf Studien gesetzt, die gar keine richtigen Studien waren, haben ideologisch diesen Maskenwahn haben uns vertan, Entschuldigung. Aber Entschuldigung sagen die ja dann auch nicht, sondern die Erkenntnisse wären jetzt andere. Ich sage immer, ihr hättet ja von uns gehört. Am Anfang waren wir auch nicht nur so. Ist ja völlig klar. Am Anfang ist Verwirrung da und man muss erst mal gucken, wenn sowas passiert. Aber nach ein paar Monaten hatten wir eine Linie gefunden als AfD. Und wenn die Linie verfolgt worden wäre, bundesweit, dann hätten wir hunderte Milliarden Euro Schaden, die verursacht worden, hätten wir in Deutschland nicht. Abgesehen von den finanziellen Schäden, natürlich auch die psychologischen und physischen Schäden, die dazugekommen sind. Also unser erster Ansatz ist erstmal Fehler vermeiden und erst gar nicht machen. Und wenn man sie dann aus Versehen mal gemacht hat, dann ist es klar, dass man die beseitigen muss. Letzter Punkt vielleicht noch und dann können wir noch in eine kleine Debatte oder Fragestunde eintreten. Ich weiß nicht, wie das vorgesehen ist. Wir hatten noch einen Antrag diese Woche. Das ist der Vorteil, wenn man so gerade aus Berlin kommt. Dann der Nachteil ist, was am Mittwoch fing es an mit Fragestunde, Annalena Baerbock. Hab ich gesehen. Mittwoch ist noch so Fragestunde, da saß dann Frau Baerbock. Also ich hatte wieder was vom Stapel gelassen, hochgradig aggressiv. Wirklich, kaum ein Satz ohne Versprecher. Das kann jetzt, muss nicht Versprecher sein, aber sie sprach von Verhandlungen hinter zerschossenen Türen und solche Geschichten. Kann ja sein, ich weiß ja nicht, wie die verhandeln. Aber ich vermute mal, da war was anderes gemeint. Und das Ganze, ich weiß nicht, Martin, ob es dir auch so geht, das Ganze, da ist immer, wenn man dann so nach so einer Sitzungswoche aus Berlin und dann, wir sitzen ja als AfD jetzt nur sehr nah an dieser Regierungsbank, ich komme nach Hause und kann auch noch sprechen oder rechnen. Ich vermute, was sollte man vielleicht RKI mal in Auftrag geben, ob die mal gucken, welche Bakterien oder Viren da so von der Regierungsbank zu uns rüber wehen, die uns dann auch so angreifen. Ein Thema war noch Scheinvaterschaften. Das war ein Antrag, nicht Scheinschwangerschaften, Scheinvaterschaften. Habe ich Schwangerschaft gesagt? Nee. Schein, ja, gibt ja beides. Also Scheinvaterschaften war ein Antrag von mir am vergangenen Mittwoch noch. Mr. Cash Money ist drin, oder? Mr. Cash Money hatte also ein Geschäftsmodell für sich entwickelt. Mr. Cash Money ist ein Deutscher, den man aber so lesen kann, als wäre er aus
Afrika. Hautfarbentechnisch. Aber muss ich da selber lesen. Ich will jetzt da keine Vorgaben machen. Und dieser Mr. Cash Money ist irgendwann eingebürgert worden, wenn ich da richtig informiert bin. Und hat dann Stand Februar, ich weiß nicht, wie es inzwischen ist, 24 Kinder anerkannt gehabt von 24 Frauen und zwar von ausländischen Müttern. Mit der Konsequenz, dass die Kinder Deutsche sind, weil der Vater ja dann der anerkennende Vater Deutscher ist, mit der Konsequenz, dass die Mütter Bleiberecht in Deutschland bekommen, mit der Konsequenz, dass auch die Männer der Mütter Bleiberecht in Deutschland bekommen, mit der Konsequenz, dass auch andere Familienteile der Mutter, die ja dann sozusagen die Mutter eines Kindes, eines Deutschen ist, nach Deutschland kommen können. Insgesamt hat er mit dieser Masche knapp 100 Leuten ermöglicht, nach Deutschland zu kommen und Bleiberecht in Deutschland zu bekommen. Und das verursacht einen jährlichen Schaden von ungefähr 1,5–2 Millionen Euro. Alleine dieser Einzelfall. Wir haben dann allerdings schon bevor Mr. Cash Money aufpoppte sozusagen, hatten wir das Thema in Anspruch, hatten wir das Thema besetzt und mal gefragt, ja, wie sind denn so die aktuellen Zahlen? Gibt's nichts. Untersucht kein Mensch. Alle haben so schlechtes Gewissen. 2017 gab es Zahlen, ungefähr 5000 Fälle. Jetzt inzwischen so Experten sagen so um die 10, vielleicht auch zehntausende Fälle, die so dieses Geschäftsmodell haben, wo deutsche Männer ausländische Kinder anerkennen. Übrigens nicht nur solche, die man afrikanisch liest, sondern auch einheimisch Gelesene kriegen dann Handgeld. Die kriegen also auch Cash in die Tasche, 2, 3, 4, 5.000 Euro. Kommt dann also eine ausländische Frau mit einem Kind und sagt, adoptiere mal oder anerkenne mal die Vaterschaft. Dann kriegt der 3, 4, 5.000 Euro auf die Kralle, ist meistens mittellos, kriegt also die 4, 5.000 Euro sozusagen in die Hand, bar und freut sich. Normalerweise denkt man sich doch, warum soll ich fremde Kinder anerkennen? Ich habe Unterhalt, ich habe Erbschaft und so. Aber das betrifft die Leute natürlich gar nicht, weil den Unterhalt zahlt dann der Staat. Und er hat also nur die Vorteile seiner deutschen Staatsbürgerschaft abgegeben. Kümmert sich kein Mensch drum. Vor 20 Jahren wurde das mal versucht, dann ist es gescheitert vom Bundesverfassungsgericht. Dann wurde das mit so spitzen Fingern angefasst, 2017 nochmal. Kümmert sich kein Mensch drum. Wir bringen das Thema ein im Deutschen Bundestag und das ist natürlich sofort Rassismus und Einzelfälle. 10.000 Einzelfälle. Und da frage ich mich immer, dieses Selbstbestimmungsgesetz, das betrifft vielleicht einige Dutzend Menschen, die sich dann wirklich ernsthaft mit diesem Selbstbestimmungsgesetz, für die das gemacht wurde. Und das wird natürlich aufgeblasen, als wenn das staatstragend extrem wichtig wäre. Diese zehntausenden Einzelfälle, die wahrscheinlich summiert Milliarden Kosten in den letzten Jahren verursacht haben, da wird gesagt, jetzt müssen wir noch nicht reden, mit Einzelfällen. Und dann wird alle unter Generalverdacht gestellt, weil wir gesagt haben, sobald ein ausländischer Elternteil da ist, muss eine DNA gemacht werden, wenn anerkannt wird. Wenn ich, also weiß das umgekehrt, muss keiner machen DNA, aber dann wird auch nichts anerkannt. Ja, das wäre also alles rassistisch und Generalverdacht. Da frage ich mich, wo ist denn dann dieser Generalverdacht? Ne? Wir haben in Deutschland ein Strafgesetzbuch. Danach darf ich keinen Menschen ermorden. Wir sind jetzt alle unter Generalverdacht, weil es das Gesetz gibt, dass wir Mörder sind oder was? Also völliger Quatsch. Wir wollten hier ein ganz wichtiges Thema regeln, haben das auch gemacht und dann sogar die CDU reden, ich weiß nicht, wie es im Rat ist oder wie es im Landtag ist, die CDU ist immer, wenn wir so Anträge einbringen, wo die sich denken, Mist, hätten wir den mal gemacht, dann ist immer so von der Redezeit, das erste Drittel geht so gegen uns, rassistisch, populistisch, was nicht alles und dann, ja, aber wir haben ja wirklich ein Problem, was gelöst werden müsste, kommt dann immer so und dann deshalb muss das also auch angegangen werden. Also da waren wir auf einem guten Weg, am Ende war es dann weniger erfolgreich, aber wir gucken mal, wir bleiben da dran. So, das war ein Ritt durch die Woche, noch etwas kürzer als die einleitende Worte, hoffe ich, bin ich geblieben. Aber so ein bisschen muss ich ja auch lohnen, wenn ich den weiten Weg hier über die A2 gefahren bin, zu euch zu sprechen. Also bleibt so, wie ihr seid. Ja? Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Freut mich, dass ich hier bin. Immer wieder angenehmer als im Rednerpult am Deutschen Bundestag. Vielen Dank, schönen Abend. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus.